Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil vom NXT Takeover Orakel. Wir sehen hier das Match zwischen den War Raiders, die aktuellen Champions, gegen Ricochet und Aleister Black. Wie schon gesagt, es geht hier um die Tag Team Gürtel von NXT. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Denke allerdings, in diesem Match werden Hansen und Rowe gewinnen. Also, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass Aleister Black und Ricochet in diesem Match als Sieger rausgehen. Auch aufgrund der Tatsache, weil die War Raiders haben den Titel erst gewonnen. Seitdem hatten die keine einzige Titelverteidigung mit ernstzunehmenden Gegnern. Die hatten jetzt in den letzten Takeover-Ausgaben hier mal so zwei Squash-Gegner, beziehungsweise zwei Tag-Teams bestehen wirklich aus Leuten, die man so gar nicht kannte. Da muss man schon richtig in der Materie drinstecken. Allerdings, ja, die beiden wurden weggesquasht und ich kann mir beim besten Willen, auch wenn Aleister Black und Ricochet jetzt in Richtung Main Roster gepusht werden und auch ja bei WrestleMania ein Match haben um die SmackDown-Gürtel, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass Aleister Black und Ricochet den War Raiders irgendwie die Gürtel abnehmen werden. Spannend wird auf jeden Fall, wer denn gepinnt wird. Also ich denke mal, wenn einer den Pin einstecken muss, dann wird es wahrscheinlich wieder Ricochet sein. Aber wir lassen uns auf jeden Fall gerne überraschen. Es kann natürlich doch tatsächlich passieren, dass man Aleister Black und Ricochet beide Gürtel gibt. Ich habe auch schon vermutet, vielleicht gewinnen ja alle drei Tag-Team-Gürtel. Müsste man mal schauen. Weil das vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten wäre. Auf jeden Fall Ricochet beim Ring angekommen. Und ja, dann warten wir jetzt mal auf hier unseren Holländer, Aleister Black. Mal gespannt, wie lange das Match geht. Auf jeden Fall, ja, wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, wir hatten als erstes hier schon das Match gezeigt zwischen Walter und Pete Dunne. Wenn ihr es verpasst habt, dann schaut es euch gerne nochmal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wir warten dann jetzt, wie gesagt, hier auf Aleister Black, damit wir dieses Team quasi schon mal komplett haben. Ich muss mal wieder einen Schluck Wasser trinken, weil, wie gesagt, meine Stimme ist momentan hart angeschlagen, weil ich eben mal wieder krank bin. Oder vielleicht mal wieder, ich war lange nicht mehr krank. War jetzt aber halt auch nur, ich habe es ja schon im ersten Video gesagt, selbst schuld, weil ich eben ja, mit kurzer Hose draußen war. Zu Temperaturen, wo man eigentlich eher mit einer Winterjacke rausgehen sollte. Und da ist Aleister Black. Bin auf seinen neuen 2K oder 2K20 Entrance dann gespannt, wenn sie den überhaupt ändern, weil mittlerweile ist die Kamera ja ganz anders. Und da bin ich mal gespannt, ob sie das irgendwie im Spiel auch umsetzen. Auf jeden Fall, der Blick sagt alles, der will den Gürtel. Aleister Black. Und ja, schau mal, ob ihm das gelingen kann, sich diesen Titel zu sichern. Mein Hund, wenn ihr ihn gerade hört, der ist auch schon total gespannt auf dieses Match. Ja, was denkt ihr denn? Wer gewinnt denn dieses Match? Denkt ihr auch eher, Hanson Joe von den War Raiders werden ihre Titel verteidigen? Oder werden unsere zwei Neulinge, die jetzt quasi in Richtung Main Roster gepusht werden, Aleister Black und Prince Puma Ricochet, werden die eher die Gürtel gewinnen? Es würde halt für mich echt keinen Sinn machen, weil was wäre das denn für die War Raiders für ein Gefühl, wenn die den Titel kein einziges Mal verteidigen dürften, ernst zu nehmen, und dann verlieren sie gegen Black und Ricochet. Klar wäre das eine realistische Niederlage, wo man sagen muss, da kann man mal verlieren, aber es wäre halt denen gegenüber schon krass, weil ich finde, das ist so ein geiles Tag-Team, das passt einfach mega. Und hier Black und Ricochet, die sind einfach nur random zusammengewürfelt. Quasi Promotour für die Hauptroster. Und vielleicht schon die Fans, quasi Leute wie mich, die ja NXT noch nicht so lange geguckt, mal ein bisschen auf den Geschmack zu bringen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und deswegen, wenn jetzt so in diesen Tag-Team-Matches gezeigt, weil einfach da deutlich mehr Spotlight, oder was heißt Spotlight, einfach viel mehr Impact-Moves zu zeigen sind. Schon ordentlich Schwung bei den Matches drin. Na, auf jeden Fall, hier sehen wir die Tag-Team-Champions, die War Raiders. Hanson und Rowe, die sich jetzt auf dem Weg zum Ring machen. Ich finde trotzdem, Rowe sieht in der Realität anders aus als hier im Spiel. Keine Ahnung. Das könnte eine ganz andere Person sein. Aber ist halt nur mein Empfinden. Aber es werden erstmal hier die Kronen abgezogen. Und auf geht's zum Ring. Was ich ja sehr schade finde, dass dieser mega geile Finisher von den beiden im Spiel nicht enthalten ist.
Ja, Rotten War Raiders. Ich check das aber eh nicht. Sind die jetzt eigentlich so eher Heel? Weil ich fand schon diese Promo, die die gehalten haben bei TakeOver, so komplett face-mäßig war das ja jetzt nicht wirklich. Ja gut, da klatschen wir es nochmal ab. Und dann würde ich sagen, warten wir mal hier auf den Matchbeginn. Wird der Gürtel natürlich wieder eingeblendet. Tag Team Championship. Ja, on the way to the ring. They are in the ring. Jojo. Ich muss mal meinen Fernseher ein bisschen lauter machen. Ich höre gar nichts mal wieder, das merke ich gerade. And their opponents. Yippie. Get ready for some WWE. Ja, da werden die Gürtel dann mal an den Ringrichter wieder überreicht. Und dann erwarten wir mal, dass es hier dann gleich mit dem Match losgeht. Ricochet kontrolliert mal die Shona. Beginnt im Match also gegen Rowe. Und los geht's. So, direkt mal der Reversal von Ricochet. Also hier, das könnte schon echt Abriss geben, das Match. Da habe ich auch Bock drauf. Aber ich persönlich glaube ja sowieso, dass Ricochet und Aleister Black nach WrestleMania endgültig ins Hauptroster aufsteigen. Auch wenn ich es schade finde, weil das war so eine geile Harmonie bei NXT mit Ricochet und Aleister Black und Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Velveteen Dream, Adam Cole. Das war schon echt geil. So, und jetzt Ricochet mit dem Moonsault. Ja, wieder der Reversal. Ich dachte, Bro macht ihm jetzt einen Seil fest, weil er geht über den langen Weg und das richtet sich jetzt halt wieder. Wieder der Reversal von Rowe. Und Ricochet aber wieder mit dem Reversal und die Schläge auf den Kopf von Rowe. Und der Wechsel. Aleister Black zum ersten Mal im Ring. Kommt da direkt angeflogen. Und jetzt der Hot Tag mit Hansen und der direkt mal mit der Clothesline gegen Aleister Black und noch eine Clothesline und der Superkick. Aber Aleister Black mit der Befreiung. Jetzt das hohe Knie. Over time, the superstars realized that they were better as allies than as enemies. And when they combine their incredible strength. So, wieder jetzt Aleister Black, aber Hansen auch mit dem Reversal. Und ja, jetzt schau mal, hat der schon seinen Signature oder seinen Finisher? Ernsthaft? Der hat wirklich schon seinen Finisher. Ja, Samoan Driver gegen Aleister Black. Und der erste Pin-Versuch. Da kommt natürlich Ricochet jetzt und unterbricht das Ganze. Und jetzt geht erstmal der Ringrichter K.O. Aber er steht wieder, alles gut. So, jetzt wird er wahrscheinlich erstmal ein bisschen hier von... Nee, Reversal von Black. Everywhere you look, there's another tremendous tag team combination. Looking to make a run at the WWE tag team gold. When we talk about the New Day, the team won a fatal four-way match in their second tag team title reign at 2015's SummerSlam. I may think the power of positivity stinks. Vielleicht lösen das ja auch so mit einem Double Count, und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
So, Ricochet will da mitmischen. Ja, und jetzt fängt das erstmal von Aleister Black. Und da gibt es einen ordentlichen Schlagabtausch zwischen den beiden. Was mischt sich denn Ricochet die ganze Zeit ein? Jetzt ist erstmal den Cutter gegen Hansen. Alles klar. Schafft das Hansen noch in den Ring? Wir sind bei 9. Tja, und da ist also das, was ich schon fast vermutet habe. Oder was auch passieren könnte, ein Countout. Oh mein Gott, Aleister Black und Ricochet gewinnen das Match, aber nur durch den 10 Count. Ja Leute, ich hätte euch gerne da mehr gezeigt hier in diesem Match. Fand es jetzt auch sehr schade, wie das geendet ist. Aber ich mache mein Orakel immer nur der erste Versuch, sonst wäre es ja kein Orakel. Sonst würde ich ja so lange machen, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Also, das Orakel sagt, Aleister Black und Ricochet gewinnen gegen die War Raiders durch Auszählen. Wenn ihr auch der Meinung seid, schreibt das mal, oder wenn ihr eine andere Meinung seid, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare rein oder joint natürlich auch gerne meinem Discord-Server. Link dazu in der Videobeschreibung, auch meine ganzen Social-Media-Accounts verlinkt sind, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meine Kanäle abonnieren oder folgen würdet, genauso natürlich auch meinem YouTube-Channel. Ein Abo hinterlassen wäre eine richtig coole Aktion für euch, wenn ihr Teil meiner Community werdet und wir diesen Weg gemeinsam bestreiten werden. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus, zur nächsten halben Stunde geht's dann hier wieder mit dem nächsten Match weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.